Datteln? Im Ernst jetzt? Also das eben mit dem Konvoi, das hatte schon sehr viel von... Ich schalte die Kameras aus, sonst geben die Cops mir die Schuld dafür. Mal sehen, was ich tun kann, bevor sie mich bemerken. Ich mach das. Ist da jemand? Bruno? Was ich gleich mit diesen Gaunern mache, ist vielleicht nicht für alle Altersstufen geeignet. Bewegst du dich absichtlich so lahm? Ist das so eine Art Pantomime-Nummer? Willst du das, du Blechvogel? Endlich, alles gut. Wenn wir das tun. Felicia, warum bin ich nicht überrascht? Mit dir nehme ich es jederzeit auf. Mann gegen Mann. Von dir hätte ich mehr erwartet, Felicia. Wir hätten uns zusammentun können. Ich meine, zusammenarbeiten. Gegen böse Jungs kämpfen, statt selbst böse zu werden. Es liegt in meiner Natur, die Regeln zu brechen, Spidey. Hier, ja, ist hier. Was ist denn? Vielleicht gefällt es dir ja, ein wenig böse zu sein. Aber für den Kingpin zu arbeiten, Felicia? Organisiertes Verbrechen? Du bist besser als das. Du hast keine Ahnung, wie gut ich bin. Hier ist wieder irgendeine Kamera. Hey, ein wenig Privatsphäre, bitte. Ich sehe ihn! Hab die Spinne! Hä? Bam, da ist er! Oh ja! Sag doch wenigstens einen coolen Spruch. Sowas wie, ich verfluche dich, Spider-Man. Verstehe ich. Sprüche für... An manchen Tagen läuft's einfach. Das ist doch Mist. Es war nicht vorgesehen, dass wir allein gegen die Spinne gehen. Du hättest uns helfen sollen, Lady! Lasst euch das eine Lehre sein, Leute. Wenn ihr einer Frau folgt, nur weil sie eine gute Figur in einem Katzenkostüm macht, ist die Enttäuschung vorprogrammiert. Das ist das erste Mal, dass sich jemand eine Enttäuschung nennt. Du hast mir einfach noch keine Chance gegeben, Spidey. Ich will ja, das Richtige tun. Aber deine Vorgeschichte ist nicht die beste. Hey, pass gut auf. Ich mach das kein zweites Mal nur für dich. Spidey bevorzugt niemanden. Das gilt auch für die seismische Explosion. Leute, ich hab ihn! Lass uns nicht kämpfen. Okay, du hast mich überzeugt. Kämpfen wir. Hätte ich brav im Knast warten sollen? Bis ich alt und schrumpelig bin? Nein, danke. Also hat dich der Kingpin aus dem Gefängnis geholt? Wie viel Macht hat der Kerl? Darum geht es hier doch, oder? Macht. Seine, deine und meine. Ich spiele gerne hart. Komm zu Papa. Ich weiß, ich bin schwer zu kriegen, aber es lohnt sich.
Okay, dann können wir uns hier unten mal ein bisschen umsehen. Vielleicht haben wir ja irgendwo was vergessen. Die genau, was ich wollte. Wir können es auch ganz schnell anlocken, indem wir uns einfach versuchen, hier zu heilen. Aber das funktioniert jetzt gar nicht. Langsam glaube ich, du bist sauer auf mich. Netze, macht euer Ding. Und ziehen. Es ist deine Schuld, dass es so weit ge... Nur ein bisschen näher. Habe ich erwähnt, dass ich gern zusehe? Ja, dann wollen wir mal wieder gucken, wo sie ist. Och, Catty, wo bist du denn? Oh, diesmal hat sie sich ziemlich gut versteckt. Ah, ne, da unten. Einmal, da habe ich gegen einen echten Versager gekämpft. Du hast nicht alles gegeben, Felicia. Sag mir, was er dir angetan hat. Ich wurde nach Ravencroft verlegt. Der Kingpin hat mich besucht. Nur zur Sicherheit. Wir reden über Wilson Fisk. Ja. Er meinte, er wüsste, dass ich nach Stärke suche. Und er sie mir geben könnte. Du schuldest ihm was. So läuft das immer, nicht wahr? Die Ärzte haben experimentiert. Sie nannten es DNA-Gekröse. Kreuzungszeug. Artenkreuzungsgenetik? Du weißt, was dabei passieren kann. Warum tust du dir das nur an? Mann, bist du blöd. Ich hab's für dich getan. Um wie du zu sein, damit wir zusammen sein können. Doch dann hat mir der Kingpin befohlen, dich zu töten oder zu sterben. Ich konnte nicht. Ich kann nicht. Felicia, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sag einfach nichts. Dein Gesicht interessiert mich nicht. Nur deine Lippen. Ich kann dir helfen. Zeugenschutzprogramm. Ein Leben in Sicherheit vor dem Kingpin. Und wer weiß... Eines Tages können wir uns vielleicht wie normale Menschen kennenlernen. Ich will kein normaler Mensch sein. Lauf mit mir weg. Wir suchen uns einen exotischen Ort. Mit unserer Kraft können wir wie Könige leben. Abenteuer, Aufregung, Romantik. Und das klingt schrecklich für dich. Nein, aber ich habe Verpflichtungen. Nun, ich bin keine davon. Mach dir um mich keine Sorgen. Ich stehe schon mein ganzes Leben lang im Fadenkreuz. Ich kann dich nicht einfach gehen lassen. Fisk gehören zu viele Cops. Wenn ich sitze, bin ich so gut wie tot. Das kannst du mir ebenso wenig antun wie ich dir. Wenn du jemals Spaß im Leben haben willst, komm zu mir. Tja, also, wer jemals Spaß im Leben haben möchte, muss zu Blackhead. Mein Freund, mein Feind kommt jetzt. Oder war das schon die ganze Zeit? Ne, ich meine, das ist jetzt neu. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Fisk wird zum Kingpin, indem er seine Rivalen mit der Taskforce ausschaltet. Und die Öffentlichkeit dankt es ihm. Er stellt ein paar Schecks aus und alle schauen in die andere Richtung. Es ist aber nicht nur die Taskforce. Ich habe mich um seine Feinde gekümmert. Und derjenige, der mir dabei geholfen hat, ist Craven. Das lasse ich ihm nicht durchgehen. Ich brauche mehr Insider-Informationen über Fisk. Und ich habe einen alten Freund, der sie mir besorgen kann. Was will dieser Spider-Man überhaupt? Ich verstehe den Typen nicht. Thank you.
zieh mich wohl besser um. Wow, jeder weiß, dass Fisk ein Gauner ist. Aber du denkst, dass er der Verbrecherboss von New York schlechthin werden will? Das habe ich gehört. Ich arbeite mit Whitney Chang an einer Story, aber sie braucht Beweise. Du kommst näher an Fisk ran als alle anderen. Nicht wirklich. Seine Geschäfte sind streng privat. Aber als Investor habe ich Zugang zu den Finanzberichten der Taskforce. Oh. Okay. Ich bin auf eine deiner Adressen gestoßen. Es gab Zahlungen an einen Sicherheitsberater. Fisk regelt alle personellen Entscheidungen. Er hat diesen Kravinov angeheuert. Aber er hat die Bücher manipuliert und rein technisch wird er von Oscorp bezahlt. Er versucht, mich vor den Bus zu werfen. Willkommen im Club. Alles okay? Ja, es ist nur, ich habe einfach dem Falschen vertraut. Und ich hätte es sehen müssen, aber zuerst mein Dad und dann Onkel Ben. Ich wollte wohl daran glauben. Du wolltest deine Vaterfigur. Ich weiß, wie das ist. Mein Dad, für seine Rettung schloss er mich aus seinem Leben aus. Und am Ende hat er mir nur die Krankheit hinterlassen, die ihn getötet hat. Harry, es tut mir leid. Was hast du? Es ist genetisch. Sehr selten. Degenerativ. Mit einem Vermögen verlängerte mein Vater sein Leben, um ein Heilmittel zu finden. Diese Zeit habe ich nicht. Es muss doch Hoffnung geben. Gentherapie. Darum ging es in den Forschungen meines Vaters. Hat Norman deswegen mit Artenkreuzungen experimentiert? Ja. Er dachte, er könnte sich die Widerstandskraft aneignen, die bei manchen Tieren in diesem Bereich zu finden ist. Seine besten Ergebnisse erzielte er bei den Spinnforschungen mit deinem Vater. Aber Dad verschwand. Zusammen mit seiner Arbeit. Deine Taskforce, ihre Rüstung besitzt medizinische Vorrichtungen. Können die helfen? Es ist kein Heilmittel, aber sie geben Menschen Mobilität, die sonst auf Hilfe angewiesen sind. Die Taskforce hat mir geholfen, sie zu verbessern und meine Forschungen vor Kriminellen zu schützen. Aber es war ein Fehler, mit Fisk zu arbeiten. Er weiß, dass du krank bist? Jetzt schon. Und er wartet auf meinen Tod, damit er Oscorp übernehmen kann. Hör zu, Pete. Ich weiß, wovon ich rede. Wenn sich die Leute abwenden, denen du vertraust, musst du dich eben selbst um deine Probleme kümmern. Harry, du weißt, dass ich tun werde, was ich kann. Aber wie... Spider-Man. Niemand weiß, wie er seine Kräfte bekommen hat. Aber ich denke, er ist das einzig lebende, gesunde Beispiel für einen Artenkreuzungsversuch da draußen. Du machst Fotos von ihm. Es muss einen Weg geben, wie du an ihn rankommst. Peter, ich brauche Spider-Mans Blut. Ein Punkt weniger auf meiner Liste. Ja, dann wollen wir mal wieder Harrys Apartment verlassen. Ich glaube, ihr wisst nichts mehr.
Tja. Tja, neues Hauptziel, bekämpfe Verbrechen. Gucken, ob wir wieder mal so einen neuen Anzug freischalten können. Ob das, ah ja, da ist was. Ob diese bösen Jungs wohl zu schätzen wissen, wie viel Arbeit ich auf der Suche nach ihnen habe? Schalten wir mal wieder einen neuen Anzug. Wir versuchen es mal wieder. Warte mal, Moment, ich habe ja. Ja, super. Spider-Man. Zahlt er meine Einkäufe? Nein, dann interessiert er mich nicht. Ich glaube, ich habe da was gesehen. Armer Harry, ich will ihm helfen, aber ohne die nötigen Tests kann mein Blut alles noch schlimmer machen. Genau so will ich das haben. Da war auch wieder so ein Comic. Ein erwachsener Mann, der sich wie eine Spinne anzieht? Jetzt habe ich wirklich alles gesehen. Wenn mein Blut Harry heilen könnte, würde ich es ihm sofort geben. Aber es benötigt Zeit und viele Versuche, um das herauszufinden. Und er wird nicht warten wollen. Das ist mein Glückstag. Ja, dein Glückstag. Zurück nach Hause gehen wir später. Wenn ich Harry mein Blut gebe, ohne es zu testen, könnte ihn das umbringen. Oder in ein Monster verwandeln, wie Dr. Connors. Wer weiß, wie viele Menschen er verletzen könnte. Oder töten. Ja, wir versuchen jetzt wieder diesen alten Trick, wie vorhin. Ich gucke einfach, dass ich direkt einen Blick drauf kriege, spring dahin und hol mir das einfach, ohne die da auszuschalten. Ich habe das Gefühl, dass sich hier mehr verbirgt. Manche basteln an Autos rum. Ein großer Sieg. Mit Stil. So. Ja, ich klicke ihn einmal an, damit ihr sehen könnt, wie er aussieht. Das ist der, den wir auch im ersten Teil schon hatten. Ja, das ist, jetzt haben wir den. Den
den ich im ersten Halber BVB-Anzug genannt habe. Ja, es war ja grün als gelb. Schwarz, grün. Ach, da ist auch mal dieses keilförmige Gebäude, das es ja im Spiel, glaube ich, so gar nicht gibt. Armer Harry, ich will ihm helfen. Ja, dann hilf ihm auch. Aber ohne die nötigen Tests kann mein Blut alles noch schlimmer machen. Und was genau macht dieser Spider-Man? Spider-Man! Ich habe gute und schlechte Sachen über Spider-Man gehört. Wenn mein Blut Harry heilen könnte, würde ich es ihm sofort geben. Aber wir machen wieder zurück nach Hause. Wir haben ja jetzt den Anzug. Also mit dem Trick funktioniert das wunderbar. Man muss nicht einen umhauen oder Entschuldigung, einen mit so einer Tarnattacke. Machen wir noch einmal. Den nehmen wir aber. Ja, wie viele Bügel sind jetzt noch frei? Einer ist ja immer frei, weil wir einen Anzug anhaben. Eins. Einer kriegen wir da noch. Einen, wenn wir durch sind. Also einer noch bleibt. Noch mehr wütende Texte von Jameson. Entweder kann er nicht tippen oder er hat ein neues Schimpfwort erfunden. Ich mache einen Selbstverteidigungskurs im Seniorenzentrum. Sag mir Bescheid, wenn du mitkommen magst. Kann ja nicht schaden, wenn man sich zu wehren weiß. Aha. Oh, dann können wir uns gleich mal gucken, ob wir Upgrades. Jo, können wir. Was nehmen wir denn diesmal mal? Tempo. Lieber hier das hier, ne? Wo haben wir das? Da. Zu Hause verlassen. So. Da hätten wir doch mal wieder was. Armer Harry, ich will ihm helfen, aber und? Ja, das hast du ja schon zigmal gesagt. Ich guck mal, ob eben noch. Nee, im Moment nicht. Und dann würde ich auch mal sagen, machen wir hier mal. Kann mein Blut alles noch schlimmer machen. Ja, dann bis dann. Ciao.